Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute eine Burger-Pizza machen. Es gibt ja immer diese Pizza-Burger. Es gibt bestimmt auch Pizza im Burger-Style, aber was ist denn genau eine Burger-Pizza bei Ramses Kitchen? Da haben wir uns überlegt, wir werden zwei Versionen machen. Heute kommt die Billig-Version oder die Spar-Version. Wir nennen es einfach mal die Spar-Version. Und wir machen natürlich noch eine Luxus-Version oder Deluxe-Version oder wie auch immer. Das geht ganz einfach. Ihr braucht dazu einfach nur, ich zeige euch das mal hier, ihr braucht eine herkömmliche Billigpizza. Das ist jetzt eine Edelsalami aus dem Rewe von der Firma Ja. Die esse ich eigentlich am liebsten, ist günstig und schmeckt richtig gut. Ich habe noch nie so eine gute Salami-Pizza gegessen. Außer Capital Bra, verstehst du? Gut. Ihr braucht aber nicht nur eines, sondern ihr braucht zwei Billig-Pizzen. Das ist ganz wichtig. Ne? Was braucht ihr natürlich noch, damit das mit Burgern zu tun hat? Ihr braucht Burger. Die sind diesmal, glaube ich, aber aus dem Edeka. Hat Pupsi mitgebracht auf jeden Fall. Und damit das hier nicht so leer aussieht, nehmen wir auch noch eine zweite Packung Burger dazu. Adi? Genau, das. Du musst nicht immer überall gucken. Du siehst doch, wenn es fertig ist. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach Pizza Margherita nehmen. Ich habe halt jetzt Salami noch im Kühl-Dings gehabt. Deswegen habe ich jetzt Salami genommen. Aber ihr könnt auch Margherita nehmen. Mir fällt jetzt aber schon auf, dass die Pizzen irgendwie sehr klein sind. Das heißt, nehmt am besten irgendeine Billigpizza von einer anderen Marke, dass die größer ist, dass die Burger dann auch drauf passen. Wir haben nämlich Folgendes vor. Wir wollen die in den Ofen packen. Die wollen wir auch in den Ofen packen. Wenn die beide fertig sind, klappen wir die zusammen. Schön, dass ihr Boden und Boden habt, wie zwei Burger-Buns. Und in der Mitte kommen noch die Burger rein. Das heißt, ein Burger, zwei Burger, drei Burger, vier Burger. Jetzt könntet ihr die schon auf die Pizza legen und mit der Pizza im Ofen warm machen. Dann sind die aber wahrscheinlich Kohlraben schwarz, weil das ist ja gefroren, das nicht. Wir werden die also in der Mikrowelle separat warm machen. Wenn das fertig ist, werden wir die auf die fertige Pizza drauflegen und die andere Pizza oben drüber klappen. So, wir nähern uns langsam dem Ziel. Die Pizza an sich ist eigentlich fertig. Ihr seht das. Das Gute ist, dadurch, dass sie so klein sind, passen da sogar zwei Stück auf dem Backblech drauf. Die Burger haben wir auch. Hier sind die Burger. Vier Stück, die habe ich jetzt 5 Minuten rein und nach den 5 Minuten habe ich sie einfach nochmal 5 Minuten rein. Die sind jetzt richtig zusammengepappt und zusammengefranst, so richtig bäh. Und was darf natürlich nicht fehlen, eine schöne, feine Coca-Cola, ne? Zum deftigen Essen, aber weil das ja hier die Sparversion ist, ist da jetzt nur Leitungswasser drin, wie man sieht. Also, in der Deluxe-Version ist auf jeden Fall alles besser. Das müssen wir jetzt hier mal servieren. Dafür haben wir uns hier dieses grüne Ding geholt. Tablett, genau, Tablett ist es ja. Da packen wir jetzt eine Pizza drauf, dann die Burger, dann die nächste Pizza, zack. Und dann habt ihr, wie im Restaurant, kommen die so an und sagen, bitteschön, Monsieur. Und dann habt ihr alles auf der Hose. Wie mache ich das jetzt? Da ist heiß. Ach komm, ich packe mal hier auf die Spüle, ne? Ich fasse mal hier hin, zack. Pack eine Pizza drauf, so heiß war es doch nicht. Dann suche ich mir die Burger raus. Wir packen die Burger oben drauf. Mensch, und das alles für den Preis. Da packen wir sogar noch einen drauf. Jetzt komme ich mir vor wie bei Rambazamba. So, den nächsten hingeschmiert. Müssen schön gucken, dass es mit dem Platz passt. Irgendwie sind die kleiner geworden, oder? Entweder sind die Burger kleiner geworden oder die Pizza ist größer geworden. Ich verstehe es gerade nicht. Warte mal, hier außen ist Fleisch. Das heißt, wir stecken das in die Mitte. Entschuldigt die Kameraführung. So. Jetzt sieht das doch fast schon gut aus. Jetzt schließt das fast sogar bündig ab. Wir brauchen aber natürlich noch die andere Pizza. Den hauen wir weg. Den nehmen wir mit. Jetzt kommt's. Ah, verdammte. Wir nehmen den doch nochmal mit rüber. Die ist nämlich doch heiß auf einmal. Ich weiß nicht, wieso sie eben nicht heiß war. Den legen wir jetzt einfach oben drauf, zack, und guckt euch das an, ist das nicht genial, die Burger-Pizza, so sieht die aus, mit 4 Burgern drin, richtig genial, also sowas soll mal einer nachmachen, das aber nur die Sparversion, es gibt ja dann natürlich noch die
die fette Deluxe-Version. Ihr könnt das hier auch noch ein bisschen drücken, sodass ihr das dann in die Hand nehmen könnt und könnt dann probieren. Bin ich mal gespannt, was das wird. Hier läuft schon alles raus. Ihr hättet da jetzt noch Jalapenos dazwischen machen können. Wir dürfen aber nichts verändern. Wir müssen das so probieren, wie es ist. Ich bin zufrieden erstmal. Gleich kommt aber noch der Essenstest und mal gucken, was dann passiert. So, was ich mir auch noch gedacht habe, damit das besser abkühlt, nehmen wir uns mal ein Messer und schneiden das mal in der Mitte durch. Aber nicht einfach so. Denkt mal vorher nach, wenn ihr die so habt und ihr schneidet die so durch in der Mitte, dann habt ihr im besten Fall einfach nur links zwei Burger und rechts zwei Burger liegen und das sieht einfach noch nichts aus. Ihr müsst sie also so durchschneiden in der Mitte, dass ihr den Querschnitt zweier Burger seht und einen noch, der da so rumhängt. Ich guck mal, ob das funktioniert. Ich glaube es eher nicht, aber man weiß ja nie. Einfach probieren und dann zack. Mit der Kameraeinstellung ist auch immer so eine Sache. Normal drehe ich ja immer alles drüben in der Küche. Drüben im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Ich weiß nicht mal mehr, was ich mache drüben, weil ich nur noch Videos drehe. Aber ja, schlafen tue ich da, genau. Normalerweise drehe ich ja immer alles drüben. Heute habe ich gedacht, sieht das hier schöner aus mit dem hellen Hintergrund von dem Gefrierschrank. Und dass das wirklich mal in der Küche ist, weil das ja jetzt was anderes ist als sonst. Und sind wir schon durch. Es sieht eigentlich gut aus. Es fühlt sich auch gut an. Es ist jetzt nicht so optimal, auf einem Tablett zu schneiden, was geriffelt ist und Noppen hat. Muss ich aber jetzt, weil jetzt ist eh zu spät. Wir bohren uns einfach nochmal weiter durch und wir haben es. So sieht das jetzt also aus. Die Burgerpizza. Wenn ihr die halbiert habt und hochnehmt, guckt euch das an. Eine Burgerpizza Deluxe. Das ist doch fett, oder? Da will man noch reinbeißen und an Herzverfettung sterben. Das Stück sieht sogar noch besser aus, weil hier nicht so ein Hohlraum ist, weil da einfach in der Mitte lauter Zeug ist. Jetzt müssen wir es aber natürlich noch probieren. Dadurch setzen wir uns mal hier hin. So. Wir nehmen uns mal das mit dem Hohlraum, weil von dem anderen möchte ich dann noch ein Foto machen. Guckt euch das an, wie hier hinten einfach der andere Burger noch durchguckt. Vielleicht kann man den auch noch ein Stück reinschieben. Adi! Adi, nein! Wir beißen. Ach, Adi, du bist auf der Kamera. Warte mal. Geh mal, entweder geh da rüber oder geh da rüber, aber nicht halb im Bild. Ich habe meine gute Cola vergessen, die aus Leitungswasser besteht. Wir beißen einfach mal vom Rand ab. Adi! Adi! Gut, der Rand besteht halt einfach aus Rand. Aber nicht nur aus Rand, sondern aus Doppeltrand. Und das ist halt sehr krampfig. Aber ihr habt wenigstens von der Frikadelle abbeißen können. Ich muss schon die Augen zumachen beim Essen, weil es so anstrengend ist. Wir arbeiten uns aber weiter vor. Komm mal weiter rein. Der zweite Biss auf jeden Fall schon ganz anders. Jetzt habt ihr auch ein bisschen was von der Salami gemerkt. Und vor allem auch von der Tomatensauce, die da drauf ist, die sich mit der Frikadelle vom Burger vermischt. Plus dem weichen Brötchen, plus dem Käse. Und es fällt sogar gar nicht so viel raus, wie ich dachte. Wenn ihr das so von der Hälfte nehmt, dann ist das wie ein fetter Döner. Aber wir haben ja noch einen dritten Biss, der fast in die Mitte geht. Also ich habe keine Ahnung, wieso da noch keiner auf die Idee gekommen ist, das mal so zu testen. Einfach nur Burger auf eine Pizza zu legen, zwischen zwei Pizzen zu legen. Das ist auf jeden Fall eine richtig fette Mahlzeit. Am besten ihr teilt euch das natürlich mit Homies, mit Freunden, wenn ihr welche habt. Ansonsten esst halt alles alleine. Aber
Dann teilt es euch auf einen Tag oder auf mehrere Tage. Wenn es Pelz ansetzt, wisst ihr, weg damit. Das war aber trotzdem nur die billig, also die Sparversion. Die Sparversion, das heißt, die Deluxe-Version wird einfach noch fetter, noch brutaler, noch größer, noch frischer, noch saftiger. Das ist halt trotzdem irgendwo ein bisschen Frampf. Aber Frampf ist manchmal auch ausreichend nach dem Kader oder so. Guckt es euch nochmal an. Die Burger-Pizza auf jeden Fall. Könnt ihr essen, könnt ihr liegen lassen. Der Adi freut sich bestimmt auch. Ich werde noch weitermachen. Eine Hälfte esse ich jetzt noch. Die andere Hälfte werde ich mir aufheben. Die werde ich dann morgen essen. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.